Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick. Für Konsolenspieler vermutlich die wichtigste Nachricht, wahrscheinlich sogar des Monats, ist, die Wii U ist endlich da. Und die Katha hat sie schon ein bisschen länger gespielt als diejenigen, die sie heute erst in die Finger bekommen. Wie ist so dein Langzeittesteindruck? Also, ich bin nicht so wie viele andere enttäuscht davon, wie die ersten Spiele aussehen, weil es ist klar, dass wenn eine Konsole gerade neu erschienen ist, dass die Entwickler sich noch nicht so gut damit auskennen und wie sie das Beste draus rausholen. Deswegen finde ich es, was man bis jetzt so gesehen hat, ist völlig okay. Meiner Meinung nach. Endlich mal ein Mario-Spiel in HD-Optik, das hat schon was. Und wie bewertest du die ganze Peripherie mit dem neuen Gamepad? Also es ist zwar leichter als gedacht, aber trotzdem, wenn man länger spielt, geht es mir zumindest ein bisschen auf die Arme. Gut, ich bin jetzt auch nicht super muskulös, aber es liegt alles ganz gut in der Hand. Und ja, es ist ein bisschen doof, dass der Akku nicht so ganz lange hält von dem Gamepad. Das sind so maximal 5 Stunden. Dann muss man es halt wieder an den Stecker tun. Wie sieht es denn aus mit dem Spiele-Line-Up? Das sieht ja so aus, klar sind Nintendo-Klassiker dabei, aber halt eben auch Spiele mit einer höheren USK-Wertung. Ist das wirklich so ein Statement, dass es keine Kiddie-Konsole ist? Da muss auf jeden Fall noch was kommen, auch von Nintendo selber. Diese ganzen Spiele, die sind jetzt halt Umsetzungen, die wirklich nur portiert sind. Also da ist auf dem Gamepad dann das Inventar und da wird nicht wirklich was Großes mitgemacht. Ich denke mal, dass da noch einiges kommt, wo sich das Warten drauf lohnt. Also ich freue mich auf Metroid und Zelda und ein 3D-Mario. Das sind so die großen Nintendo-Spiele, auf die ich halt echt Bock habe, die in HD zu spielen. Für wen ist denn die Konsole was? Wem würdest du die empfehlen? Also wer gerne mit seiner Wii gespielt hat, für den ist dieses Basic Pack eine gute Sache, weil da sind halt die Sachen, die man eh schon hat, nicht nochmal dabei. Also mit der Wii-Mode kann man ja auch spielen und die Sensorbar hat man ja auch schon von der Wii. Und wenn man halt eine Vorliebe hat für diese typischen Nintendo-Games, die auf jeden Fall auch noch kommen werden, und wer Lust hat, mal was anderes zu erleben mit diesem asymmetrischen Gameplay, für den ist das auf jeden Fall was. Ich kann verstehen, wenn man nicht sofort zu Anfang an zuschlägt, weil eben die richtig außergewöhnlichen High-End-Nintendo-Spiele noch nicht da sind. Aber ich bin mir sicher, da kommt noch viel. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Diese Woche ist Far Cry 3 erschienen und hat im Durchschnitt sehr positive Wertungen erhalten. Mit weniger Realismus, aber mehr Spielkomfort als Teil 2 und einem Setting, das eher an den ersten Titel der Reihe erinnert, scheint Ubisoft recht gut den Nerv der Spieler getroffen zu haben. Die große Freiheit beim Erkunden der Welt, das knackige Gunplay und die durchgeknallten Figuren sorgen für ein sauberes Gesamtkonzept. Auch wenn es eine Reihe von Spielen mit höherer USK-Wertung auf der Wii U geben wird, eines wird nicht dabei sein. Borderlands 2 wird es auf keinen Fall für die neue Konsole geben. Grund? Den Designern kam keine Möglichkeit in den Sinn, das Gamepad vernünftig als Gadget in das Spiel einzubinden. Und ohne den neuen Controller mit dem Touchscreen zu nutzen, gäbe es keinen Anreiz für ein Borderlands auf der Wii U. Alles okay? Mit Silent Hill Revelation 3D kommt die zweite Umsetzung der Horrorspielserie in die Kinos. Im Gegensatz zum ersten Teil geht diesmal jedoch die gesamte Stimmung des Settings verloren. Die Handlung ist wirr und die einzelnen Versatzstücke sind zwar teils gelungen, passen aber nicht zusammen. Außerdem wird der Horror ohne Finesse als Blut und Gekröse serviert, was schlussendlich nicht nur den Tod für neu eingeführte Figuren, sondern auch für alle Spannung bedeutet. Mit 5.1 ist der erste große Inhaltspatch für Mists of Pandaria bei WoW erschienen und die Susanne hat es natürlich alles rauf und runter gespielt. Und was sind so die besten Features? Für mich persönlich ist das beste Feature natürlich die Kampfgilde, da quasi der Fight Club von World of Warcraft, wo man gegen bestimmte Bossgegner antreten kann, ganz allein und ganz auf sich gestellt. Das macht mir natürlich tierisch viel Spaß. Würde ich denn reinkommen, denn die Entwickler haben natürlich den Zugang etwas limitiert und dabei aber gleichzeitig auch noch die Cross-Server-Zonen angeschmissen. Das heißt, die Wartezeiten sind gerade aus der Hölle und das ist nicht so ganz gut gelungen. Aber es gibt ja auch genug anderes, mit dem man sich beschäftigen kann. Also zusätzlich viel Kleinkram, wahrscheinlich neue Pets und Krimskrams, aber auch Story geht weiter. Ja, die Story geht weiter. Es gibt neue tägliche Quests, in deren Rahmen man sich Ruf erspielt bei diversen Fraktionen. Und darüber kriegt man dann neue Story-Quests, die man spielen kann. Da erfährt man mehr über die Horde und die Allianz, was sie jetzt da machen so in Pandaria. Und dann gibt es natürlich auch noch die Szenarien, wo auch noch ein bisschen Geschichtliches erzählt wird. Ist eigentlich alles recht rund. Sehr schön. Okay, dankeschön. Zum Abschluss sind wir nochmal mit Marc hier in der Community-Ecke. Und ich habe das Gefühl, es sind fast keine Krebse mehr da, oder?
Naja, sie sind fast alle abgehauen und schlagen sich jetzt mit Taschendiebstahl und Betrügereien durch die Redaktion. Aber wir haben etwas Neues, nämlich für unsere Community-Aktion. Für coole und lustige Schreibtisch-Gadgets, die uns die User schicken können, beziehungsweise Fotos davon. Und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Und wie es funktioniert, haben wir im Artikel erklärt. Und das ist unser einarmiger Bandit. Und um den Jackpot zu knacken, haben wir unseren Glückspilzbeauftragten Mike verpflichtet, der mit einem unfassbaren Vermögen von 30 Cent ausgestattet wird und das Ganze jetzt mal demonstrieren wird. Na also, es geht doch! Sehr schön. Hey, was soll das? Hey, bleib mal hier. Leg das Ding noch mal wieder zurück, Mann. Wir sehen uns nächste Woche und ich konfisziere das mal aus Sicherheitsgründen. Tschüss und bis dann.